Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei Ratchet & Clank für die PlayStation 4. Ja, ihr seht schon, wir sind immer noch auf den G34, nehmen aber nicht mehr lange, weil wir haben ja quasi den ganzen Bereich und alle Missionen hier auf diesem Sektor erkundigt und erledigt. Das heißt wiederum, wir können jetzt diese Raumstation eher verlassen. Ich will irgendwie sagen Planet, aber das ist ja kein Planet, das ist ja wirklich nur eine Raumstation. Zu welchem Planeten müssen wir? Wir müssen herausfinden, was Nefarius auf Gaspar vorhat. Ganz genau, das ist jetzt auch unser nächstes Ziel. Kämpfe gegen die Blark. Und dort sind tatsächlich insgesamt 4 Gold Balls. Na dann, auf geht's, würde ich mal sagen. Auweia, also das sieht doch ziemlich heiß aus, würde ich mal sagen. Da muss doch Ratchet genauso richtig schwitzen wie eine Sau. Ja, das ist der Planet Gaspar. Kennt man ja eigentlich auch schon bereits aus der Original-Trilogie. Ratchet träumte davon, auf dieser Grindschiene zu gleiten. Das würde er auch tun, sobald er Grindschuhe findet. Ja, und diese Grind Boots, die werden wir genau hier auf diesem Planeten finden. Zumindest hoffe ich das mal. So, hat er etwas Neues? Oh ja, er hat den Plasmastürmer. Schon eine geile Waffe, aber kostet insgesamt 21.000 Balls. Ach du meine Fresse. So, wir können jetzt natürlich auch mal auf die Karte schauen. Scheint doch erstmal ein ganz kleines Gebiet zu sein, aber glaub mir, der ist schon ziemlich groß. Also es gibt noch hier ganz große Gebiete, die wir später noch erkunden können. Und hier sind schon die Blarks. So, jetzt können wir auch dieses Geschütz benutzen und somit das Tor kaputt machen. Verstärkte Tür. Warum ist alles aus dem Teil hier immer extra dick? Diese Beleidigung werde ich überhören. Und ich glaube, jetzt kommen keine mehr. Aber ich finde es irgendwie cool, dass Ratchet auch sogar einen Helm trägt. Das ist schon wirklich ziemlich cool. Oh Gott, da sind ja noch mehrere von denen. So, verschwindet! Ich will euch hier nicht haben. Geh mal schon Lava baden. Boah, das muss aber schon ein echt fieser Tod sein, wenn du wirklich in dieser Lavagruft hier landest. Du wirst ja total verbrannt. Oh, ist doch mir doch egal. Ich scheiß doch drauf. Siehst du, Kinderspiel.
Schnauze! Oh mein Gott, das ist jetzt hier fies. Der Pixler? Der Pixel, dein Gegner. Oh, neue Karte. Ah, von Skid. Ziemlich cool. Skid mit Mars. Ja, ich weiß, ich kann die Protontrommel leisten, aber ich will die nicht. Boah, dieser Kerl, der macht hier immer nur Schleichwerbungen. Vergiss es, ich hol mir keine Protonentrommel. Ich will den Plasmastürmer. Wieso leben diese Schwachköpfe da? Alle anderen Brenner Stufe 3. Ja, das finde ich auch immer ziemlich geil von Mr. Zukon. Der sagt immer, Mr. Zukon ernährt sich nicht von Angst, er ernährt sich vom Tod. Aber so langsam machen die Gegner schon echt guten Schaden. Aber das gefällt mir nicht. Eine neue Karte. Quarks Übungsparcours. Okay. Okay, ich denke mal, es kommen keine mehr. Oh Gott, Alter, ihr wollt doch mich hier verarschen. So, wisst ihr was? Tanzen! Yeah! Woo! Zeigt mal eure Moves. Und schon wieder eine neue Karte, meine Fresse. Ah, sogar von Big L. Und das mit seinem neuen Design. So, Jägerwerfer. Ein Trifeldschloss. Um es zu umgehen, muss das Duo alle drei Druckfelder gleichzeitig aktivieren. Gut, dieses Gebiet ist erstmal hier sauber, wunderbar. Und hier haben wir die Grindboots. Cool. Ratchet träumte davon, auf dieser Grindschiene zu gleiten. Das würde er auch tun, sobald er Grindschuhe findet. Ja, das war knapp. Grindschuhe. Und überraschenderweise fand Ratchet genau an diesem Ort ein glänzendes neues Paar Grindschuhe. Ratchet sprang mit seinen Grindschuhen an den Füßen auf die Schiene. Das ist ziemlich geil. Jetzt haben wir auch die Grindboots. Apropos Grindboots, wir haben in der letzten Folge sogar auch die Magnetstiefel bekommen. Das kann ich auch noch mal kurz zeigen, indem ich, glaube ich, in Apparate gehe. So, die Magnetstiefel. Seht ihr? Die sehen ja eigentlich genauso gleich aus wie die Grindschuhe, nur in anderen Farben. Suche nach dem Düsenpad setzte Ratchet seine neuen Grindschuhe ein, um den Planeten zu erkunden. Stimmt, ja, wir brauchen ja das Düsenpad, deswegen sind wir ja auch hier. Okay, so laut Karte waren wir jetzt nur in diesem Gebiet. Und guck mal, Leute, jetzt geht es hier noch natürlich weiter. Wurde das jetzt gerade auch noch angezeigt?
Ich weiß nicht, ich habe wieder mal so ein kurzes Gedächtnis. Aber egal, wir können jetzt hier lang. Ratchet sprang ganz cool auf die Schiene neben ihm. Das ist schon wirklich ziemlich cool. Ich wollte Versaminen voraus. Oh Gott, Robohunde. So, komm, verzieht euch. Ah, hier ist noch Rantarium. Immer her damit. Alter, jetzt sind hier auch noch Sandhaie? Die hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ach, das ist der Kerl hier da drüben. Hab schon gerade gefragt, wer redet da mit uns? Keine Angst, ich bin ein Freund. Ich weiß, wie ihr seid. Ihr seid der Lombax und der Comfort aus den Nachrichten. Ha, und du bist der gesichtslose Scherge, der mit Drake die Galaxie terrorisiert. Das mache ich nur tagsüber. Meine wahre Passion ist die Laienneurowissenschaft. Ich sammle hobbymäßig Telepathobus-Hirne. Und zwar seit ungefähr einem Jahr. Du sammelst Hirne als Hobby? Ich begebe mich mal auf dünnes Eis und sag, du bist Single. Hirne zu studieren ist eine ehrenhafte Aufgabe. Hätte ich Zugriff auf die übersinnlichen Fähigkeiten dieser Telepathobusse, wäre ich in der Lage, eine Armee aufzustellen. Dann werden wir sehen, wer glaubt, mein Essen aus der Büroküche klauen zu können. Ich meine, ich kann der gesamten Blaggemeinschaft einen Dienst erweisen. Also, wenn du mir ein paar Telepathobus-Hirne beschaffen würdest, gebe ich dir dieses Düsenpack. Tausche 10 Hirne gegen ein Düsenpack. Okay. Ja, ihr habt es richtig gehört, wir brauchen Hirne. Und das sind Sammelobjekte. Und ich meine, dieses Spiel kennen wir ja eigentlich auch mittlerweile bereits aus dem zweiten Teil. Könnt ihr euch noch vielleicht erinnern? Wir waren ja damals in so einem Wüstenplanet. Da war so, glaube ich, so ein Guru, der wollte unser Schiff reparieren, aber als Preis wollte er Mondkristalle oder einfach nur Kristalle haben. Und ich glaube hier, ja, jetzt ist hier so ein ganz kleines Gebiet, aber glaubt mir Leute, die Map ist noch hier größer. Und auf der ganz großen Map sind irgendwo Hirne verteilt. Und fürs Erste brauchen wir die Hirne um das Düsenpack. Und ich glaube der Rest danach sind die Hirne nur für die Bolts. In einem ausgewachsenen... Ah, das ist ja ekelhaft. Ja, allerdings. Aber wir haben schon mal ein Hirn. Und falls ihr fragt, was sind das denn für diese Dinger? Das sind eigentlich diese Ladedinger von dem Düsenpack. Genau, einfach eine Tankstelle ist das. Hier Nummer 6. Widerlich. Okay, noch 3 Hirne. Dann können wir wieder zurück.
Oh Gott, jetzt sind hier auch noch Frösche. Frösche! Das sind böse Frösche. Oh Gott, was ist das denn für ein Vieh? Ich glaube, die haben wir eigentlich auch schon gesehen, oder? In der letzten Folge? Weil, wo wir in dieser Raumstation waren, haben wir ja erfahren, da hat man solche biologische Waffenexperimente gemacht. Okay, wir haben schon 10 Hähne, das heißt, wir können wieder zurück. Einen Moment, ich will erstmal hier alles voll machen. Wie abgemacht. Bitte sehr, ich sage dir was. Ich habe ja einen streng geheimen Drag Industries Infobot. Wenn du mir noch ein paar Hirne bringst, wäre ich bereit, ihn herzugeben. Du bist echt von Hirnen besessen, oder? Ja, bin ich. Und mit diesem Düsenpack wurde Ratchet zur fliegenden Geißel der 1000 Welten. Oder zumindest war das Pendeln jetzt etwas leichter. Okay, geil, jetzt haben wir diesen Düsenpack. So, das heißt wiederum, wir müssen zu dieser Tankstelle. Jetzt pass mal auf. Voila, jetzt ist unser Düsenpack voll. Und ich meine, guck mal Leute, seht ihr? Jetzt ist die Map vollständig. Dieses Gebiet ist wirklich ziemlich groß und dort befinden sich auch die restlichen Hirne. Nun gut. Okay, hier können wir wieder zurück zu unserem Schiff, aber das können wir erstmal nicht machen. Weil wir brauchen jetzt 20 Hühner für den Infobot. Ratchet nutzte das Düsenpack, um hoch über feindliches Gebiet zu fliegen. Ja, also dieses Düsenpack ist schon wirklich ziemlich geil. Oh Gott, Leute, was ist das denn für ein Vieh? Das ist jetzt so ein riesiges Hirntentakelmonster. So, Jägerwerfer. Und tot bist du. Okay, wenn wir diesen riesen Tentakelmonster erledigen, kriegen wir 3 Hirne. Blagdepot. Du hast genügend Bolts, um eine Protonentrommel zu kaufen. So, hier ist wieder so ein weiter Hirn. Hier sind wieder auch Hirne. Ja, ich würde mal sagen, der gesamte Part besteht jetzt wahrscheinlich der Rest nur noch aus Hirnsammlungen. Ja, ich meine, was anderes können wir im Moment nicht machen. Mir gefällt es aber nicht, dass die uns so viel Schaden machen. Ach du meine Fresse, da ist so ein Hirnmonster, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich dachte, das wäre jetzt nur irgend so ein Hirn. Also ihr wisst schon, dieses ganz kleine. So, ich brauche Muster zukommen. Ja, das habe ich schon bereits gemacht. Ich bin gleich tot. Das gibt's doch nicht. So, Nanotech. Nein! Wollte schon sagen. Geil. 9 Hirn habe ich schon mal.
Und hier ist auch nochmal Nanotech. Wunderbar. So, ich muss mal erstmal gucken. Hier drüben. Ich brauche mal wieder so eine Tankstelle. Ich brauche irgendwo eine Tankstelle. Wo ist denn eine? So, ganz ehrlich, ich interessiere mich nur für die hier, ne? Alter, ich bin ja fast tot. Ah, das gibt's doch gar nicht. Okay, soweit so gut. Da drüben ist ja noch so ein Hirnmonster, aber das mache ich jetzt noch nicht. Ne, ich muss jetzt mal hier nach hinten gehen. Also langsam werde ich wieder voll. Sehr schön. Hier ist noch ein Hirn. Hier Nummer 15. Okay, Moment mal. Kann ich von dort aus schon dieses Monster angreifen? Ja, kann ich. Stufe 2, Mr. Tukon, sehr schön. Und tot ist das Vieh. Hier noch ein Hirn. Dann können wir wieder zurück. Ich frage mich eigentlich echt, was stellst du mit diesen Hirnen überhaupt an? Ist das dein hier Futter oder warum willst du diese Hirne? Ich meine, klar, er gibt doch selber zu, er ist krank. Obwohl, nee, stimmt nicht. Er hat gesagt, er würde gerne so eine Hirnmesse hin. Aber... wer um Gottes Willen macht eine Hirnmesse? Das Schiff ist jetzt auch kaputt. Wunderbar. Okay, soll ich noch das Vieh befreien? Habe ich überhaupt genügend Munition? Ah, irgendwie nicht so wirklich. Ich sollte das mal lieber lassen. Naja, ich komme ja sowieso später wieder nochmal hier zurück.
Okay, hier ist nichts. Ich dachte, hier wäre noch irgendwas. Tanken und los geht's. Schon an einem Die Telepathopus-Armee gehört so gut wie mir. Hier ist dein Infobot. Denk dran, du hast den Mut von mir. Guten Abend, liebe Blau. Vorsitzender Brack hier. Mit Neuigkeiten zu unserer Suche nach einer neuen Heimat. In den nächsten Tagen bemerkt ihr womöglich gesteigerte Blag-Aktivitäten in der Galaxie. Das mag vielleicht die Schutztruppen alarmieren, ist aber unbedingt nötig, um unseren Erntern einen sicheren Transportweg zu gewährleisten. Paradebeispiel, das Sternwacht-Abwehrgeschütz auf Batalia. Diese Boden-All-Ionen-Kanone schützt die Galaxie schon vor Invasionen, seit wir erstmals unter die Erde fliehen mussten. Ist sie erst außer Gefecht, kann unser ruhmreicher Plan fortgeführt werden. Es laufen bereits Vorbereitungen, also keine Angst. Zieht es durch, etc. bla 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 bla. Sind die Sternwacht und ihre umliegenden Truppen erst eliminiert, beginnen wir mit den letzten Phasen meines Plans. Wir müssen verhindern, dass Drake das Sternwacht-Abwehrgeschütz zerstört. Meinen Aufzeichnungen nach befindet sich die Kanone auf Batalia. Hoffentlich sind wir noch nicht zu spät. Falls du an etwas Arbeit interessiert bist, ich bezahle eine gute Belohnung für jedes der noch übrigen Herde in dieser Gegend. Findest du sie alle? Gibt sogar noch einen Bonus obendrauf? Okay, alles klar. Jetzt haben wir, glaube ich, neue Koordinaten bekommen für den Planeten Batalia. Und jetzt habt ihr auch gerade erfahren, also wir können jetzt noch weitere Hirne sammeln, insgesamt noch 60, um eine sehr coole Belohnung zu bekommen und wahrscheinlich auch noch Bowls. Okay, was steht denn eigentlich hier? Tausche Hirne gegen Bowls. Ja, okay. Und die restlichen Hirne sind wirklich nur hier. Ganz ehrlich, Leute, ich würde vorschlagen, in der nächsten Folge machen wir dann nicht weiter mit der Story, sondern wir machen generell hier dann weiter und sammeln dann die restlichen Hirn, weil ganz ehrlich, es lohnt sich. Und außerdem, das brauche ich ja auch für die 100%. Deswegen kann ich euch jetzt leider nicht versprechen, dass wir in der nächsten Folge weiter mit der Story machen. Weil ich habe schon echt Bock, erstmal die Hirne einzusammeln. Und glaubt mir, das ist schon vielleicht echt nützlich, weil damit können wir erstmal die Waffen, die wir bis jetzt haben, wirklich verbessern. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist hier wirklich, um weitere Balls zu bekommen, um mehr Balls zu bekommen, zu sparen, um vielleicht den Plasmastürmer zu bekommen. Nun gut, die Folge ist jetzt aber nun leider vorbei. Ich hoffe natürlich, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren. Denn das würde mich natürlich super duper mega freuen. Und wir sehen uns halt das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Ratchet & Clank für die PlayStation 4. Macht's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.